Wir haben hier einen ganz besonderen Iveco Daily Kastenwagen, nämlich in der Konfiguration mit permanentem Allradantrieb, drei Differentialsperren und Geländeuntersetzung. Und noch dazu, aufgrund seiner Gewichte gilt er als LKW und man benötigt daher den passenden Führerschein, einen Digitacho für die Fahrerkarte und auch auf der Autobahn die Go-Box für die Autobahnmaut. Für Offroad-Einsätze ist der Iveco Daily bestens geeignet. Dafür sorgen die Kombination der grobstolligen Geländereifen und der Allradantrieb und die 8-Stufen-Wandlerautomatik, die bei Iveco traditionell Heimatik heißt. Damit sind mit dem Auto sehr viele Einsätze abseits befestigter Straßen möglich und die Grenzen sind eigentlich nur dem Mut des Fahrers limitiert. Einzig schwierig ist der hohe Schwerpunkt des Fahrzeugs, das heißt bei Schrägfahrten fühlt man sich relativ bald auf der unsicheren Seite, obwohl das Auto noch viel mehr Potenzial hätte. Kein Vorteil ohne Nachteil. Natürlich sind die grobstolligen Geländereifen auf Autobahnen und Bundesstraßen nicht unbedingt die optimale Wahl. Längere Strecken sind daher kein besonders großes Vergnügen damit. Das Gesamtgewicht des Iveco Daily Kastenwagens in unserer Konfiguration liegt bei 7000 Kilogramm und dank der Nutzlast von über 3,4 Tonnen ist ein Gesamtzuggewicht von 10,5 Tonnen möglich. Der 3 Liter Vierzylinder Dieselmotor des Iveco leistet 180 PS. Das ermöglicht eigentlich recht respektable Fahrleistungen. Der Durchzug und die Beschleunigung gehen in Ordnung, aber aufgrund der Typisierung als LKW ist die Höchstgeschwindigkeit bei 90 km/h limitiert. Mit einem Laderaumvolumen von 12 Kubikmeter und einer Laderaumhöhe von 1,9 Meter ist der Daily Kastenwagen für die wichtigsten Transportaufgaben bestens geeignet. Im Alltagsbetrieb ist aber die Fahrzeughöhe von knapp 3,1 Meter zu berücksichtigen, falls es in Garageneinfahrten oder unter Brücken oder Ähnliches gehen sollte. Punkto Komfort und Sicherheitsausstattung kann Iveco beim Daily die breite Palette aller gängigen Systeme anbieten. Gleiches gilt für die Karosserievarianten. Es gibt nicht nur den Kastenwagen, sondern es gibt auch den Pritschenwagen oder eine Version mit Doppelkabine. Und somit bietet sich der Iveco Daily mit Allradantrieb für extremere Einsätze abseits befestigter Straßen an und ist eigentlich das ganze Jahr, auch im Winter und bei Eis und Schnee, sehr gut einsetzbar.